Es war einmal eine kleine Hexe, die war erst 127 Jahre alt. Und das ist ja für eine Hexe noch gar kein Alter. Sie wohnte in einem Hexenhaus, das stand einsam im tiefen Wald. Weil es nur einer kleinen Hexe gehörte, war es auch nicht besonders groß. Der kleinen Hexe genügte es aber. Sie hätte sich auch gar kein schöneres Haus wünschen können. Es hatte nämlich ein wundervoll windschiefes Dach, einen krummen Schornstein und klapprige Fensterläden. Hinten hinaus war ein Backofen angebaut. Ein Hexenhaus ohne Backofen wäre ja nie im Leben ein richtiges Hexenhaus. Das Hexen ist übrigens keine einfache Sache. Wer es im Hexen zu etwas bringen will, darf nicht faul sein. Er muss zuerst alle kleineren Hexenkunststücke lernen und später die großen. Seite für Seite muss er das Hexenbuch durchstudieren und keine einzige Aufgabe darf er dabei überspringen. Die kleine Hexe war erst auf Seite 213 des Hexenbuches. Sie übte gerade das Regenmachen. Sie saß auf der Bank vor dem Backofen, hatte das Hexenbuch auf den Knien liegen und hexte. Neben ihr hockte auf einem Zaunpfahl ihr bester Freund, der Rabe Abraxas. Abraxas war ein ausnehmend weiser Rabe. Und er konnte sprechen, wie ein Mensch. Aufmerksam beobachtete Abraxas die Hexenkunststücke der kleinen Hexe und war heute mit ihrer Arbeit sehr unzufrieden. Du sollst einen Regen machen, denke ich. Einen ganz einfachen, gewöhnlichen Regen. Das versuche ich doch die ganze Zeit. Du versuchst es. Und was kommt dabei heraus? Beim ersten Mal lässt du weiße Mäuse regnen. Beim zweiten Mal Frösche. Und beim dritten Mal Tannenzapfen. Ei, ei, ei. Jetzt bin ich aber gespannt, was es nun regnen wird. Halt deinen frechen Rabenschnabel, Abraxas. Siehst du nicht, dass ich denke? Du denkst. Frag dich nur, was du denkst. Ruhe. Ich glaube, jetzt habe ich's. Psst, psst. Ruhe, Ruhe, sie hat's. Wolke, Wolke, eins, zwei, drei. Dunkle Wolke, komm herbei. Öffne weit dein Wolkenfass und mach unsere Erde nass. Schrulli, Bulli, Wulli, Bumm. Wolkenfass, nun dreh dich um. Regen sein. Das ist Buttermilch. Es regnet Buttermilch. Buttermilch. Ach, sei doch still, Abraxas. Ich muss mich beim Hexen versprochen haben. Versprochen. Viermal hintereinander. Das nächste Mal regnet es bestimmt Wäscheklammern oder Schusternägel. Wenn es doch wenigstens Brotkrümel oder Rosinen wären. Ich weiß nicht, warum es mir nicht gelingt, einen ganz einfachen Regen zu machen. Das weißt du nicht, aber ich weiß es. Zerstreut bist du, zerstreut. Wenn man beim Hexen an alles mögliche andere denkt, muss man sich ja verhexen. Du solltest einfach ein bisschen mehr bei der Sache sein. Stimmt. Du hast recht, Abraxas. Ich bin nicht bei der Sache. Und warum? Weshalb? Wieso bist du nicht bei der Sache? Weil ich eine Wut habe. Eine Wut? Und auf wen denn? Na, auf die großen Hexen.
Du weißt doch, dass heute Walpurgisnacht ist. Na und? Dann ist eben Walpurgisnacht. Ja, ja, aber heute treffen sich alle Hexen zum Hexentanz auf dem Blocksberg. Na und? Dann treffen sie sich eben. Ja, und ich bin noch zu klein für den Hexentanz, sagen die großen Hexen. Ah. Sie wollen nicht, dass ich mit meinem Besen auf den Blocksberg reite und mittanze. Sieh mal, mit 127 Jahren kannst du noch nicht verlangen, dass dich die großen Hexen für voll nehmen. Wenn du erst älter bist, wird sich alles von selbst geben. Ach was, wenn ich erst älter bin? Ich will aber diesmal schon dabei sein. Versteh mich doch. Was man nicht haben kann, soll man sich aus dem Kopf schlagen. Ändert sich etwas daran, wenn du zornig bist? Eigentlich nicht. Also, warum bist du dann zornig? Du, ich weiß, was ich mache. Ich reite heute Nacht auf den Blocksberg. Du willst auf den Blocksberg reiten? Ja, natürlich. Aber das haben dir doch die großen Hexen verboten. Sie wollen beim Hexentanz unter sich sein. Ha, verboten ist vieles. Aber wenn man sich nicht erwischen lässt... Oh, sie erwischen dich, kleine Hexe. Bestimmt erwischen sie dich. Ach, Unsinn. In dem Trubel, der heute Nacht auf dem Blocksberg herrscht, wird mich niemand bemerken. Ei. Ich glaube, das geht nicht gut. Doch, doch. Die kleine Hexe ließ sich vom Raben Abraxas nicht bange machen. Sie ritt in der Nacht auf den Blocksberg. Als sie mit ihrem Besen auf dem Blocksberg ankam, waren die großen Hexen schon alle versammelt. Sie tanzten mit fliegenden Haaren und flatternden Röcken rund um das Hexenfeuer. Es mochten wohl alles in allem 500 oder 600 Hexen sein. Berghexen, Waldhexen, Sumpfhexen, Windhexen, Knusperhexen und Kräuterhexen. Sie wirbelten wild durcheinander, schwangen die Besen, meckerten, krähten und kreischten, ließen es donnern, schleuderten Blitze und sangen »Heia Walpurgisnacht«. Das alte Hexenlied. Die kleine Hexe mischte sich unbemerkt unter die Tanzenden. Heia Walpurgisnacht sang sie aus voller Kehle. Sie wirbelte mit um das Hexenfeuer und dachte sich, wenn mich der Rabe Abraxas jetzt sehen könnte, würde er Augen machen wie eine Waldeule. Sicherlich wäre auch weiterhin alles gut gegangen, nur hätte die kleine Hexe nicht der Wetterhexe Rumpumpel über den Weg tanzen dürfen. Rumpumpel verstand keinen Spaß. Sie war eingebildet. Und böse. Sieh da, welch eine Überraschung. Was siehst du denn hier, kleine Hexe? Antworte! Weißt du denn nicht, dass es für so junge Dinge verboten ist, heute Nacht auf den Blocksberg zu kommen? Verrate mich nicht. Bitte, Rumpumpel, verrate mich doch nicht. Nicht da, du freches Ding. Du freches Stück muss bestraft werden. Heda, kommt alle herbei. Kommt alle her. Kommt. Was soll das? Was ist denn passiert? Was ist denn los? Uns mitten im schönsten Tanz zu stören. Unverschämt. Was ist denn, Rumpumpel? Seht hier, dieses freche junge Ding hat sich zum Hexensabbat eingeschlichen. Eingeschlichen? Ja. Ohne Erlaubnis? Ohne Erlaubnis. Wie alt ist sie denn? Antworte! Wie alt bist du? Hey! 127. Na bitte! Oh, jawohl! 127! Ja. Du bist erst
127 Jahre und willst mit uns mittanzen? Das muss sie fühlen. Ja. Schleppt sie zur Oberhexe. Auf der Stelle zur Oberhexe mit dir. Ach, diese Frechheit muss bestraft werden. Nein, nein, bitte lasst mich. Ich will ja gleich nach Hause reiten. Au, au, ihr tut mir weh. Lasst sie nicht los. Hört auf mich. Hört nicht auf ihr Gezeter. Schleppt sie zur Oberhexe. Zur Oberhexe mit dir. Der kleinen Hexe half weder bitten noch betteln. Rumpumpel nahm sie beim Kragen und schleifte sie vor die Oberhexe. Die hockte auf einem Thron, der aus Ofengabeln errichtet war. Stirnrunzelnd hörte sie der Wetterhexe zu. Dann donnerte sie die kleine Hexe an. Du wagst es, in dieser Nacht auf den Blocksberg zu reiten? Obwohl es für Hexen in deinem Alter verboten ist. Wie kommst du auf diesen verrückten Gedanken? Ich weiß nicht. Ich hatte auf einmal so große Lust dazu und da bin ich halt auf den Besen gestiegen und hergeritten. So, so. Einfach auf den Besen gestiegen und hergeritten. Ja. Dann wirst du gefälligst auch wieder nach Hause reiten. Los! Verschwinde hier! Jawohl. Frau Oberhexe, darf ich bitte wenigstens vielleicht das nächste Jahr mittanzen? Das kann ich heute noch nicht versprechen. Wenn du bis dahin schon eine gute Hexe geworden bist, dann vielleicht. Ich werde am Tag vor der nächsten Walpurgisnacht einen Hexenrat einberufen. Dann will ich dich prüfen. Die Prüfung wird aber nicht leicht sein, kleine Hexe. Das macht nichts. Ich werde bis zur nächsten Walpurgisnacht ganz bestimmt eine ganz gute Hexe. Tausend Dank, Frau Oberhexe. Tausend Dank. Was? Oberhexe, du willst das kleine, freche Ding nicht bestrafen? Bestrafen! Ordnung muss sein. Ja. Wer zum Hexentanz reitet, obwohl es ihm nicht erlaubt ist, der muss einen Denkzettel kriegen. Wir könnten die freche kleine Kröte zur Strafe ein bisschen ins Feuer werfen. Wie wäre es, wenn wir sie einsperren würden? Ja. Ich habe daheim einen Gänsestall. Der steht gerade leer. Da wüsste ich etwas Besseres. Gebt sie mir und ich stecke sie bis zum Hals in ein Schlammloch. Wir sollten ihr ordentlich das Gesicht zerkratzen. Das außerdem. Aber sie muss auch gehörige Schläge bekommen. Schläge muss sie bekommen. Mit Weidenruten. Nehmt doch den Besen dazu. Nehmt den Besen. Ruhe zum Donnerwetter. Ruhe. Seid ruhig, die Oberhexe. Die Oberhexe will dich brechen. Ihr verlangt also, dass ich die kleine Hexe bestrafen soll. Ja, gut, gut. Ich bestrafe sie. Nehmt ihr den Besen weg und verbrennt ihn im Hexenfeuer. Ja, ja und dann? Soll denn das alles sein? Das ist alles. Nun mag sie zur Strafe auf Schusters Rappen nach Hause reisen. 3 Tage und Nächte lang wird sie zu laufen haben, bis sie in ihren Wald kommt. Das reicht! Die Wetterhexe Rumpumpel verlangte zwar eine noch härtere Bestrafung, aber die anderen meinten, das könne man hingehen lassen. Sie nahmen der kleinen Hexe den Besen weg, warfen ihn lachend ins Hexenfeuer und wünschten ihr schadenfroh eine gute Reise. Nun musste die kleine Hexe also 3 Tage und Nächte lang wandern und wandern. Musik.
Es wurde ein langer, beschwerlicher Heimweg. Mit wunden Füßen und durchgelaufenen Schuhsohlen kam sie am Morgen des vierten Tages zu Hause an. Da bin ich nun wieder, Abraxas. Du machst mir ja schöne Geschichten, wie du bloß aussiehst. Tagelang treibst du dich in der Welt herum und ich sitze daheim und bin ratlos. Warum humpelst du übrigens? Bist du zu Fuß gekommen? Ja, ich bin zu Fuß gekommen. Und dein Besen? Was ist mit deinem Besen? Der ist futsch. Was? Der Besen ist futsch? Ja. Ach, sie haben dich also erwischt. Hab ich es doch gesagt, hab ich es doch gesagt. Und nun? Ich weiß auch nicht. Aber die Oberhexe hat gesagt und sie hat es versprochen, wenn ich bis zum nächsten Mal eine gute Hexe geworden bin, dann darf ich in der Walpurgisnacht mittanzen. So, so. Wenn du eine gute Hexe geworden bist. Mhm. Und wie wird man eine gute Hexe? Naja, ich muss eben fleißig üben. Ich werde von nun an nicht nur 6, sondern 7 Stunden am Tag in dem Hexenbuch lesen und alle Kunststücke auswendig lernen. Und wenn ich sie alle im Kopf habe... Bist du noch längst keine gute Hexe. Und warum nicht? Nun darum. Als gute Hexe musst du von nun an auch immer und überall Gutes tun. Du darfst keine Leute mehr ärgern. Du musst ihnen helfen. Muss ich das wirklich? Es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Nur dann wirst du sagen können, ich bin eine gute Hexe. Am besten ist, du fängst sofort damit an. Ohne Besen? Das geht nicht. Ich muss mir zuerst einen neuen Besen kaufen. Das ist das Allerwichtigste. Aber vorher muss ich schlafen. 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 Die kleine Hexe humpelte in die Kammer und ließ sich aufs Bett fallen. Der Rabe Abraxas schimpfte, weil sich die kleine Hexe samt ihren staubigen Kleidern ins Bett legte. Doch sie hörte nichts mehr davon. Wie ein Murmeltier schlief sie bis weit in den anderen Morgen hinein. Was tut eine kleine Hexe, die wundgelaufene Füße hat? Sie braut eine Salbe aus Kröteneiern und Mäusedreck, rührt eine Handvoll gemahlene Fledermauszähne darunter und lässt sie am offenen Feuer gar kochen. Wenn sie die Wunden mit dieser Salbe bestreicht und dabei einen Spruch aus dem Hexenbuch murmelt, heilen die Füße in wenigen Augenblicken. Die kleine Hexe ging nun mit dem Raben Abraxas ins nächste Dorf. Der Weg nach dem Dorf führte quer durch den Wald, über Wurzelknorren und Felstrümmer. Dem Raben Abraxas machte das wenig aus. Er saß auf der Schulter der kleinen Hexe und brauchte nur Acht zu geben, dass ihm nicht unversehens ein Ast an den Kopf schlug. Aber die kleine Hexe stolperte immer wieder über die Wurzeln und blieb mit dem Rockzipfel an den Sträuchern hängen. Endlich kamen sie ins Dorf und betraten den Laden des Krämers Balduin Pfefferkorn. Die kleine Hexe kaufte ein Viertelpfund Kandiszucker für den Raben Abraxas und einen Reisigbesen für sich. Herr Pfefferkorn zählte das Geld nach und brachte die kleine Hexe zur Ladentür. Er öffnete diese, machte eine höfliche Verbeugung und wollte sich für den Kauf noch bedanken, aber das Wort blieb ihm in der Kehle stecken. Er sah nämlich, wie die Kundin den Besen kurzerhand zwischen die Beine klemmte und mit Hui und dem Raben davonflog. Auf ihrem Weg kamen sie über eine Stadt. In der war gerade Wochenmarkt. Die kleine Hexe verspürte Lust, sich auf dem Wochenmarkt umzusehen, und der Rabe hatte nichts dagegen.
Sie konnten jedoch nicht gut mit dem Besen bis auf den Marktplatz reiten. Das hätte ein großes Hallo bei den Leuten gegeben und womöglich wäre ihnen dann die Polizei auf den Hals gerückt. Sie versteckten daher den Besen in einem Kornfeld am Stadtrand und gingen zu Fuß auf den Wochenmarkt. Auf dem Wochenmarkt drängten sich schon die Hausfrauen, Dienstmädchen, Bauernweiber und Köchinnen um die Verkaufsstände. Die Gärtnersfrauen priesen in schriller Stimme ihr Grünzeug an. Die Obsthändler wollten ihre Boskop-Äpfel und Butterbirnen anbringen. Die Fischweiber ihre gesalzenen Heringe. Der Würstelmann seine heißen Frankfurter. Der Töpfer die irdenen Krüge und Schüsseln, die er auf einer Strohschütte ausgelegt hatte. Am lautesten ließ sich der billige Jakob vernehmen. Er stand auf der obersten Stufe des Marktbrunnens, klopfte mit einem Hammer an seinen Bauchladen und schrie aus voller Kehle. Heute ist es billig bei mir. Heute habe ich meinen Spendiertag. Da gebe ich alles zum halben Preis ab. Schnürsenkel, Schnupftabak und Rauchtabak, Rasierklingen und Knoblauchsaft. Immer heran, meine Herrschaften, laufen Sie, taufen Sie, Bürsten, Besen, Hirschhornknöpfe, Wangenhüte, neue Zöpfe, alles liegt hier auf dem Tisch, von der Nadel bis zum Federisch. Oh, Herr Weiherkäufer, kommt herbei, für eine Mark bekommt ihr zwei Dosen Schnupftabak. Und eine Pfeife, einen Pinsel, eine Bürste und dazu noch eine Seife. Immer heran, meine Herrschaften, immer heran, beim billigen Jakob Kaufmann. So die kleine Hexe freute sich über den Trubel. Hierhin und dorthin ließ sie sich von der Menge treiben. Sie kostete da von den Butterbirnen und dort aus dem Krautfass. Für ein paar Kreuze erstand sie beim billigen Jakob ein Feuerzeug, und als Dreingabe schenkte er ihr einen gläsernen Ring. Überall auf dem Wochenmarkt ging es geschäftig zu. Die Kinder fuhren lachend Karussell und an den Marktständen wurde gehandelt und gekauft. Ganz hinten, im allerentlegensten Winkel des Marktes, stand stumm und traurig ein blasses Mädchen mit einem Korb voll bunter Papierblumen. Achtlos eilten die Leute daran vorüber. Niemand kaufte dem schüchternen Ding etwas ab. Da sagte der Rabe Abraxas zur kleinen Hexe: Das arme Kind tut mir leid. Ach ja. Ich bitte dich, kleine Hexe, sei eine gute Hexe und hilf dem armen Mädchen. Naja, mal sehen, was sich da tun lässt. Na, Kleine, warum bist du denn so traurig? Kannst du die Blumen nicht loswerden? Nein, leider. Wer kauft schon im Sommer Papierblumen? Mutter wird wieder traurig sein. Wenn ich am Abend kein Geld nach Hause bringe, dann kann sie kein Brot für uns kaufen. Ich habe noch 7 Geschwister. 7 Geschwister? Ja, 7. Vater ist vor einem Jahr gestorben und nun machen wir solche Papierblumen, um uns etwas zu verdienen. Aber es mag sie ja niemand. Ich kann gar nicht verstehen, weshalb dir die Leute die Blumen nicht abkaufen. Sie duften doch so herrlich. Blumen duften? Ja? Wie sollten Papierblumen duften können? Und wie sie duften. Viel schöner als richtige Blumen. Ja. Na, riechst du es denn nicht? Ja, tatsächlich. Die Papierblumen dufteten wirklich. Das merkte nicht nur die kleine Verkäuferin. Überall auf dem Marktplatz begannen die Leute zu schnuppern.
Was duftet da? Fragten sie untereinander. Und plötzlich sagte es einer dem anderen, dass das die Papierblumen des kleinen Mädchens wären. Alles, was Nasen und Beine hatte, eilte dem Winkel zu, wo das Mädchen stand. Die Hausfrauen kamen gelaufen, die Dienstmädchen kamen, die Bauersfrauen, die Köchinnen, alle. Die Fischweiber ließen ihre gesalzenen Heringe im Stich, der Würstelmann seinen Würstelofen, die Gärtnersfrauen das Grünzeug. Alle drängten sich kauflustig um das Papierblumenmädchen. Selbst der billige Jakob mit seinem Bauchladen rannte herzu. Weil er als allerletzter gekommen war, stellte er sich auf die Zehenspitzen und formte die Hände zu einem Trichter. Hallo, Blumenmädchen! Hier ist der billige Jakob, hebe mir unbedingt ein paar Blumen auf, eine wenigstens für mich! Nein, keine Extrawürste, auch nicht für den billigen Jakob. Verkaufe die Blumen gefälligst der Reihe nach. Wer zuerst kommt, der wird zuerst bedient. Ja, einer nach dem anderen. Drängen Sie doch nicht so. Ich dränge doch nicht, ich werde doch selbst gedrängt. Hey, Sie da, stellen Sie sich gefälligst hinten an. Ich war doch schon vor Ihnen da. Sie haben mich ja zurückgedrängt. Ist unglaublich. Die Leute heutzutage, was die alles wollen. Erst wollen sie alles geschenkt und dann wird man auch noch zurückgedrängt. Ach Sie, au, Sie stehen auf meinem Fuß. Die Leute drängten und schubsten sich. Und das Mädchen verkaufte. Aber die Blumen im Körbchen gingen nicht aus. Sie reichten für alle Leute, die kaufen wollten, sogar für den billigen Jakob. Der nahm gleich 50 Stück auf einmal. Wie kommt es nur, dass die Blumen nicht alle werden? Fragten die Menschen verwundert und steckten die Köpfe zusammen. Aber das wusste das Blumenmädchen ja selber nicht. Das hätte ihm höchstens die kleine Hexe erklären können. Die aber hatte sich längst mit dem Raben Abraxas davongeschlichen. Schon lagen die letzten Häuser der Stadt hinter ihnen. Bald mussten sie an dem Kornfeld sein, wo der Besen versteckt lag. Die kleine Hexe war in Gedanken noch mit dem Blumenmädchen beschäftigt. Sie schmunzelte vor sich hin. Da stieß sie der Rabe Abraxas leicht mit dem Schnabel an und sagte: Deine Hexerei mit dem Blumenmädchen, kleine Hexe, die hat mir sehr gefallen. Ich glaube, du bist auf dem besten Wege, eine gute Hexe zu werden. Meinst du? Ehrlich? Ganz ehrlich. Die Hexe studierte täglich 7 Stunden im großen Hexenbuch. Bis zur nächsten Walpurgisnacht wollte sie ja alles ganz genau im Kopf haben, was man von einer guten Hexe verlangen kann. Das Lernen machte ihr wenig Mühe. Sie war ja noch jung, erst 127 Jahre alt. Bald konnte sie alle wichtigen Hexenkunststücke auswendig hexen. Zwischendurch ritt sie auch manchmal auf ihrem Besen ein bisschen spazieren. Wenn sie so viele Stunden geübt hatte, brauchte sie ein wenig Abwechslung. Seit sie den neuen Besen besaß, geschah es sogar, dass sie hin und wieder ein Stück zu Fuß durch den Wald ging, denn laufen müssen und laufen können ist zweierlei. Als sie nun wieder einmal mit dem Raben Abraxas im Wald herumstreifte, traf sie 3 alte Weiber. Die 3 trugen Buckelkörbe und blickten zu Boden, als suchten sie etwas. Was sucht ihr denn da im Wald? Ja, was sucht ihr denn da? Wir suchen nach trockener Baumrinde und abgebrochenen Ästen und Zweigen. Ja, aber wir haben kein Glück damit. Der Wald ist heute wie ausgefegt. Sucht ihr denn schon lange? Ja. Ach. Seit heute früh schon. Wir suchen und haben zusammen noch nicht einmal einen halben Korb voll. Ach, wie soll das nur werden, wenn wir im Winter so wenig zu heizen haben? Da sieh nur.
Die Buchenkörbe sind noch so gut wie leer. Ein paar dürre Zweige, das ist nicht viel. Ach, mir wird ganz elend, wenn ich an den Winter denke. Na ja, wenn das alles ist, was ihr aufsammeln konntet, dann kann ich verstehen, warum ihr so lange Gesichter macht. Aber woran liegt es denn, dass ihr nichts findet? Am Wind liegt. Ja. Am Wind. Ja, ja, am Wind. Am Wind? Ja. Ja, zum Kuckuck. Wie kann das am Wind liegen? Ja, weil er nicht wehen will. Ja, und wenn doch kein Wind weht, fällt nichts von den Bäumen herunter. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Und wenn von den Bäumen nichts herunterfällt, keine Äste und Zweige und Tannenzapfen, was sollen wir denn dann in unsere Körbe tun? Ach, es ist schon ein Elend. Was gäbe ich, wenn ich hexen könnte? Hexen? Da wäre uns gleich geholfen. Ich würde uns einen Wind hexen. Einen Wind, der die Bäume so richtig durchschütteln würde. Aber ich kann es ja nicht. Na, nein, du kannst das freilich nicht. Nein. Aber was werdet ihr nun tun? Ja, was werdet ihr tun? Wir werden nach Hause gehen. Ja, es hat ja keinen Zweck, dass wir weitersuchen. Wir finden ja doch nichts, solange kein Wind weht. Na eben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na ja, auf Wiedersehen. Dann auf Wiedersehen. Vielleicht habt ihr ein andermal mehr Glück. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Als sich die drei Weiblein ein wenig entfernt hatten, schaute der Rabe Abraxas die kleine Hexe an. Und die kleine Hexe, den Raben Abraxas. Den dreien konnte geholfen werden. Wind machen war für die kleine Hexe ein Kinderspiel. Sie wartete nur, bis die drei Frauen etwas weiter weg waren, dann pfiff sie durch die Zähne und murmelte einen Hexenspruch. Wind, 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 komm herbei, geschwind. Zwirbel, Wirbel, Quirle, Wirle, Zwacken, Wind, 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 Blas aus vollen Backen. Der Wind fuhr durch die Wipfel der Bäume und rüttelte an den Stämmen. Rindenstücke, dicke Äste und dürre Reiser prasselten auf den Boden. Die Frauen kreischten und zogen erschrocken die Köpfe ein. Mit beiden Händen hielten sie ihre Röcke fest. Es fehlte nicht viel und der Wirbelwind hätte sie umgeblasen. So weit ließ es die kleine Hexe aber nicht kommen. Sie rief dem Wind einen Hexenspruch zu und dieser gehorchte aufs Wort und verstummte. Die Frauen blickten sich ängstlich um. Da sahen sie, dass der ganze Waldboden voller Knüppel und abgerissener Zweige lag. Ja, du liebe Zeit! So viel Klauholz auf einmal! Das reicht ja für viele Wochen. Da haben wir aber Glück gehabt. Ja. Nach so einem Wirbelwind ist das Holzklauben eine wahre Freude. Da lohnt es sich wenigstens, in den Wald zu gehen. Hier, schaut mal, diesen großen, dürren Ast. Ist der nicht herrlich? Die Holzweiber rafften zusammen, was sie nur erwischen konnten, und stopften es in die Buckelkörbe. Dann zogen sie freudestrahlend nach Hause. Die kleine Hexe sah ihnen schmunzelnd nach. Auch der Rabe Abraxas war zufrieden. Er pickte ihr auf die Schulter und sagte, nicht schlecht, nicht schlecht. Mir scheint, du hast wirklich das Zeug dazu, eine gute Hexe zu werden. Die kleine Hexe sorgte von jetzt an dafür, dass die Holzweiber nie mehr mit leeren Körben nach Hause zu gehen brauchten. Nun waren sie allezeit guter Dinge, und wenn sie der kleinen Hexe begegneten, machten sie frohe Gesichter. Wie staunte die kleine Hexe daher, als die drei eines Tages verheult und mit leeren Buckelkörben des Weges kamen. Sie hatte doch gestern Abend erst einen Wind gehext. Und an Reisern und Rinde konnte kein Mangel sein. Tja, was ist denn mit euch los?
denke dir, was geschehen ist. Na, was denn? Der neue Revierförster hat uns das Holzsammeln verboten. Ja, die vollen Körbe hat er uns ausgeschüttet. Und das nächste Mal will er uns einsperren lassen. Ja, einsperren will er euch lassen? Ja, warum denn? Ach, weil er böse ist. Und für uns arme Leute kein Herz hat. Ja, der alte Revierförster, der hatte auch nichts dagegen, wenn wir Holz sammelten. Nur dieser neue. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie er getobt hat. Nun ist es für alle Zeiten vorbei. Mit dem billigen Brennholz. Na, heult doch nicht. Heult nicht. Der neue Revierförster wird es sich noch überlegen. Ach, geh und überlegen. Ich werde ihn schon zur Vernunft bringen. Zur Vernunft bringen? Du? Ja. Ja, wie denn? Der bessert sich ganz gewiss nicht. Lasst das nur meine Sorge sein. Geht jetzt nach Hause und ärgert euch nicht. Von morgen an wird euch der neue Revierförster Holz sammeln lassen, so viel ihr schleppen könnt. Meinst du wirklich? Die drei Holzweiber gingen. Die kleine Hexe hexte sich rasch einen Buckelkorb voller Klaubholz herbei. Den stellte sie an den Wegrand und setzte sich selbst daneben, als ruhe sie gerade ein wenig aus. Sie brauchte nicht lange zu warten, dann nahte auch schon der neue Revierförster. Sie erkannte ihn gleich an dem neuen grünen Rock, dem Gewehr und der ledernen Jagdtasche. Holz, Donnerwetter, schon wieder so eine. Was machst du da? Ausruhen, das siehst du doch. Der Korb ist so schwer. Weißt du denn nicht, dass das Holzsammeln verboten ist? Verboten? Nein. Woher soll ich denn das wissen? Aber jetzt... Jetzt weißt du es, schütt den Korb aus und pack dich. Lieber Herr neuer Revierförster, haben Sie doch Mitleid. Das können Sie einem alten Weiblein doch nicht antun. Hast du eine Ahnung, was ich alles kann? Ich lasse dich einsperren. Und jetzt schütt den Korb aus. Hörst du? Ja. Einen Augenblick. Hm? Nicht schwapp, schmeck. Die Gedanken weg. Stiefel, Stafel, wilder Wein. Ja. Der Mann soll mir gehorsam sein. Was ist denn plötzlich los mit mir? Mach dir keine Sorgen. Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt ist alles in Ordnung. Mit einem Schlag war der neue Revierförster wie umgewandelt. Die kleine Hexe hatte ihn behext. Plötzlich musste er sagen und tun, was er gar nicht wollte. Er musste freundlich sein. Er bot der kleinen Hexe an, ihren Buckelkorb nach Hause zu tragen. Er sagte, wenn sie müde wäre, dann könne sie sich auch noch darauf setzen. Der neue Revierförster trug nun den Buckelkorb, obendrauf die kleine Hexe und den Raben Abraxas durch den Wald zum Hexenhäuschen. Der Förster wünschte den Buckelkorb samt dem Klaubholzweib und dem Raben ins Pfefferland. Aber was half es? Gehorsam musste er den Packesel machen und alles über sich ergehen lassen. Den neuen Revierförster wurde abwechselnd heiß und kalt. Er trabte und trabte mit seiner Last. Bald war er in Schweiß gebadet und die Zunge hing ihm zum Hals heraus. Er verlor seinen grünen Hut, dann die lederne Jagdtasche, auch das Gewehr ließ er fallen. So rannte er durch den Wald. Sind wir denn noch nicht bald am Ziel? Wenn du schneller läufst, kommen wir schneller hin. Also spute dich. Ja, ich laufe ja sowieso schon so schnell. Ich laufe ja schon. Sind wir dann noch nicht bald da? Nur ruhig, mein Söhnchen. Nur ruhig. Gleich haben wir so noch die kleine Biegung. Ja, die kleine Biegung. Ja, und da sind wir schon. Sind wir da einfach? Na, das war doch nicht so schwer, oder? Doch. Nein. Ich hab das
Ich hab das gern gesagt. Na, wie wär's denn, Söhnchen, wenn du nun das Holz gleich klein hacken würdest? Ja, natürlich. Bündeln ja. Und aufstapeln. Ja, ja. Ein bisschen versorgen. Natürlich, selbstverständlich werde ich das Holz gleich, ja, klein hacken, bündeln, ja, und aufschichten. Na, das ist aber nett von dir. Geh gleich an die Arbeit. Das wird dir gut tun. Ja, der neue Revierförster konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten. Aber die kleine Hexe hatte kein Mitleid mit ihm. Dem neuen Revierförster blieb nichts anderes übrig, als das Holz klein zu hacken, zu bündeln und aufzustapeln. Als er endlich mit seiner Arbeit fertig war, sagte die kleine Hexe: So, jetzt darfst du nach Hause gehen. Ich danke dir, mein Söhnchen. Bitte, bitte. Einen so freundlichen Förster wie dich gibt es sicher nur einmal. Da werden sich die anderen Holzweiber aber freuen. Ich denke doch, dass du zu allem so hilfreich bist, wie... Ja, 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 natürlich. Freundlich. Freundlich und hilfreich zu allen. Merke dir es gut. Freundlich und hilfreich zu allen. Ja, freundlich und hilfreich zu allen. Freundlich. Der neue Revierförster wankte davon. Er schleppte sich müde heim in sein Försterhaus. In Zukunft machte er um jede Frau, die Holz sammelte, einen weiten Bogen. Die kleine Hexe und der Rabe Abraxas lachten noch oft über diesen Streich. So will ich es immer halten. Ich helfe den guten Menschen, indem ich ganz einfach den schlechten Böses zufüge. So gefällt es mir, eine gute Hexe zu sein. Du bist die beste Hexe der ganzen Welt, kleine Hexe. Bei der nächsten Walpurgisnacht darfst du ganz bestimmt mit den großen Hexen ums Hexenfeuer tanzen. Ich glaube sogar, dass du das Zeug dazu hast, eines Tages einmal Oberhexe zu werden. Ach, meinst du wirklich, Abraxas? Und ob? Ich meine, dass das stimmt, was ich sage. Bis zur nächsten Walpurgisnacht war noch eine ganze Weile Zeit. Bis dahin gab es für die kleine Hexe noch eine Menge zu erleben und eine Menge Gutes zu hexen.